Das Institut für berufliche Weiterbildung IBW Chur richtet sich an Berufsleute, welche ihre Kompetenzen berufsbegleitend vertiefen möchten. Die Ausbildung an der Höheren Fachschule für Technik des IBW zielt einerseits auf ein breites Basiswissen, andererseits macht es den Weg frei für Spezialisierungen in den Bereichen Technik, Informatik und vielem mehr. Ich bin gelernte Tiefbauzeichnerin und möchte mich jetzt als Innenarchitektin weiterbilden, also ein kompletter Umstieg. Ich habe eine Lehre gemacht als Schreiner, arbeitete dann auf dem Beruf und ein paar Jahre und wollte nachher eine Weiterbildung absolvieren, stoß auf das IBW und ja, eben mein Ziel ist der Werkmeistertitel. Ich bin bei der Südostschweiz New Media als Webentwicklerin tätig, arbeite dort im Bereich Programmierung und das Ziel dieses Nachdiplomstudiums ist, mich in dieses Fachgebiet zu vertiefen. Die Ausbildung an der Höheren Fachschule für Technik des IBW geschieht äußerst praxisnah. Dozenten mit langjähriger Berufserfahrung geben den Studenten ihr Fachwissen weiter. Thomas Metzler unterrichtet angehende Architekten, James Cristallo ist Geschäftsführer bei Graubünden Holz und Fachvorsteher beim IBW Chur. Ich finde es sehr wichtig, dass die Leute in der Holzwirtschaft, speziell in der Abteilung Zimmerei, dass die eine Weiterbildungsmöglichkeit im Kanton Graubünden haben. Die Leute, die arbeiten in der Berufspraxis, die sind idealerweise in einem Architektur- oder Innenarchitekturbüro tätig und da kommt natürlich sehr viel zurück auch von den Studenten. Also man merkt, da ist viel Initiative da und die fordern einen auch ziemlich heraus und das ist sehr toll. Dies ab 2008 in den neuen zentral gelegenen Räumlichkeiten auf dem Arealgleis D am Bahnhof Chur. Ein neues Umfeld, gleichbleibende Qualitäten. Ich mag hier sehr gut, dass man auf die Studenten eingeht. Es ist ein familiärer Betrieb, es ist kein Großbetrieb in diesem Sinne. Wünsche werden wahrgenommen und möglichst auch umgesetzt. Für mich liegen die Stärken in den Dozenten, dass diese aus der unmittelbaren Praxis kommen. Also wir haben im Unterricht immer den direkten Bezug nach draußen. Ja, es ist eine sehr persönliche Atmosphäre, man ist hier gut aufgehoben, familiär, man hat gute Feedbackmöglichkeiten, man wird ernst genommen. Die Höhere Fachschule für Technik am IBW sorgt für gut ausgebildeten Nachwuchs in diversen Branchen. Berufstätigkeit und Studium gehen dabei Hand in Hand. So werden den Studierenden unter anderem auch Teilabschlüsse angeboten. Das IBW ist eine wichtige Schule, die Berufsleute weiterbildet nach der Lehre und so eigentlich das ständige Weiterbilden auf dem Berufsweg ermöglicht. Wir sind ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und auf die Bedürfnisse unserer Studentinnen und Studenten. Dies wiederum bedeutet, dass wir vor allem am Abend unterrichten, aber auch teilweise untertags, sodass die Leute 70-80% arbeiten und 20-30% studieren können. Die Ausbildung am IBW Chur abgeschlossen haben Can Ritter und Lukas Joos. Er arbeitet als Geschäftsführer der Informatikfirma Südostschweiz New Media AG. Ritter ist Inhaber von GM Ritter Architekturdienste, spezialisiert auf die Vermessung von Kulturgütern, wie zum Beispiel dem Kloster St. Johann in Müstair. Die Schule ist sehr mal für mich persönlich eine super Grundlage gewesen und dabei konnte ich sehr viel Erfahrungen sammeln und auch natürlich mitnehmen, was natürlich die Grundvoraussetzung ist für meine Arbeit, weil wir ja spezialisiert sind. Die Diversifikation der Ausbildung entspricht sicher meinem Anforderungsprofil, das ich hier als Geschäftsführer habe. Das war sicher etwas ganz Spezielles und Gutes.
Das Institut für berufliche Weiterbildung IBW Chur, eine effiziente und praxisorientierte Ausbildung für die Optimierung Ihrer beruflichen Erfolgschancen.